Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einer Folge Star Trek Elite Force 2 mit Dani und mir. Und ja, wir haben gut gefuttert, wir sind satt. Aha, da ist noch, aha, okay, gut. So, und ja, sag mal hallo. Hallo, hallo, hallo. Genau. Und wir haben, die letzte Zwischensequenz haben wir sehr, sehr viel erfahren. Und Dani hat ja noch die Anmerkung gemacht, dass sie da nicht ganz klarkommt auf den plötzlichen Meinungswechsel von Crindo. Ich komme da durchaus drauf klar. Vielleicht lasse ich einfach nochmal kurz Revue passieren, was so passiert ist. Wir haben eine Menge wichtige Sachen erfahren in der Sequenz. Also, wir wussten, Inigor ist auf Taravar 7. Oh, die Musik ist hier panisch. Ja, war zusammen da mit den Atrexianern, hatte den Atrexianern ja gesagt, sie sollen sich verstecken und hat denen also in der Tat real geholfen. Aber Crindo hat diesen Planeten angegriffen mit Hilfe der Exomorphen, die hier hergestellt werden. So. Crindo wusste nicht, dass sein Vater auf Taravar 7 ist, weil er ihn nicht erreichen konnte. Jetzt haben wir in der Zwischensequenz gesehen, wie wir auf Crindo getroffen sind und wie Crindo doch tatsächlich ja, das dann mitgekriegt hat, dass sein Vater doch dort ist. Und er wollte jetzt noch versuchen, die Exomorphe aufzuhalten. Und das ist jetzt wichtig, er hat festgestellt, er hat keine Kontrolle mehr über seine Exomorphen. Die Steuerung funktioniert nicht. Das ist eine wichtige Info. Ja. So, das Zweite ist, dass er dann auch miterleben musste, jetzt quasi wie sein Vater von den Exomorphen gefressen wird. Und das hat natürlich ein ganz schönes, ja, das war ein ziemlich traumatisches Erlebnis für ihn. Und das kann ich verstehen, dass das ihn jetzt auch dazu bewegt hat, seine Meinung vielleicht zu ändern und diesem Morden jetzt irgendwie ein Ende zu machen. Ja, das ist der Punkt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich meine, das kam so nicht so deutlich rüber, weil, ich weiß nicht, ich habe es nicht kapiert. Vielleicht ging es euch ja auch so. Genau, aber auf jeden Fall, das war der Grund, warum wir das jetzt... Wow. Ich sollte eine Waffe haben. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Auf jeden Fall läuft er auf der Stelle. Das ist gut. Mehr oder weniger. Sehr nett von ihm. Und nicht wir sehr müssen clever. Jetzt hier, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wo müssen wir hin? Wir müssen mit viel Anlauf springen und ich sollte speichern. Ja, nein, aber das, Leute, ist also der Grund gewesen. Und genau. Also für alle, die Zwischensequenz nicht verstanden haben, jetzt ist hoffentlich alles wieder klar. Und ich nehme jetzt hier mal Anlauf und springe. Dort, der hängt da im Zaun fest. Das ist ja gemein. Ich muss doch da an der Stelle. Ich würde das Ding gerne als Sprungbrett benutzen. Ja, geht doch auch. Geht doch auch. Oh, 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 oh. Nein, 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 da, da, da. Haben wir ein Muzzle. Wow. Das war fies. Wir sind im Sprung rückwärts über dieses Loch gehüpft. Das ist ja mal heiß. Was heißt da im Sprung? Er hat uns rübergestoßen. Ach so, okay. Er hat uns angerempelt. Das ist ja das, was die Bescher machen. Sie rempeln einen an. Wir versuchen uns über den Haufen zu rempeln. Über den Haufen zu rempeln. Das klingt lustig. Aber es ist es wahrscheinlich gar nicht. Ja, ja, nee, nee. Es ist nicht so lustig. Auf jeden Fall kommen da jetzt da, wo wir eben standen, lauter kleine pinkfarbene Mistviecher so, rausgeschossen. Da, ja, und was ist da hinten auf dem Gamm? Ich muss mir das alles angucken hier. Es gibt nämlich ein Versteck, ein Schiff. Man möchte denken, das sollte zu schaffen sein. Gut, da ist nichts. Dann war da hinten der richtige Weg. Ach ja, der arme Inigor. Er wurde aufgefressen, aber woher wusstest du das? Was? Naja, er hat ja gesagt, er kann sie schon kauen hören. Also er hatte sich in einem Raum verschanzt und die Exomorphe haben sich schon angefangen durch die Tür zu fressen und dann haben wir ihn bloß noch schreien hören und ja. Okay, es klang... Okay. Nein, nein, das war der grauenhafte... Ich dachte, das war nur eine Metapher oder so. Das war der grauenhafte Tod von Inigor. Boah. Hat der da gerade an der Leiche gefressen? Was? Der eine Exomorph hier war gerade so über eine der Leichen gebeugt. Beide. Guck mal, die hatten hier... Aber ich dachte, das sind keine Tiere. Wieso müssen sie sich denn ernähren? Okay, ein Idril. Und eine weibliche Idril. Eine Idrillin. Nö, ich glaube, ein Idril und eine Idril. Wahrscheinlich. Ich denke schon, ja. Ja, oh. Ich... Oh, 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 oh. Oh! Ist da hinter uns einfach mal das Ding eingestürzelt. Oh. Ich glaube, hier war wieder ein ganz, ganz, ganz mieses
Ja. Gegnerviech? Nee, ein ganz fieses Secret. Oh, da muss ich speichern. Mit dem... Wir hoffen, dass wir nicht schon dran vorbei sind. Ja, nee. Ah! So, wähl der Rampelt. Oh! Das ist das, was die Bescher machen, und das ist das, was man nicht will, dass die Bescher machen. Unfair. Gemein. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Hier. Ah. Wieder mit Bescher, ne? Müssen wir halt nochmal kämpfen. So, diesmal machen wir es so. Das darf nicht... Ah! Guck dir das an. Boah. Das sind aber auch arschige Viecher. Alter. Ja, ja. Böse, böse. Nochmal, nochmal. Ja, ja, kriegen wir hin. So, jetzt nochmal mit den beiden und dann kann ich ja gleich nochmal speichern. Ja, das wäre dann das schlauer. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir. Au! Menschenskinder! Gut. Lade ich nochmal? Nee, kann ich ja gar nicht. So, jetzt gibt es hier wieder ein Erdbeben und hinter uns stürzt der Tunnel ein. Ist er noch gar nicht. Aber jetzt dann. Okay, gut, 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 gut. Und jetzt gleich mal speichern. Und dann müssen wir schauen, dass wir den jetzt irgendwie erledigt kriegen. Wir können ja ein bisschen auf Abstand gehen und dann... Ja, genau. Irgendwie zu da hinten an die Wand stellen. Wenn es denn geht. Ist das der Granatwerfer? Nee. Nein, das ist der starke Schuss. Ah, das sind doch zwei Bescher. Das ist natürlich richtig gemein. Oder können wir die weglocken? Das sind so hinterherlaufen. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Gut. Ihr seid so unnett. Gut, okay. Die sind leider tot. Da war auch noch so ein... Ja, ja, wir müssen jetzt irgendwie... Kaputtbarer Behältnis. Nee, die sind nicht kaputtbar. Nicht? Nein. Na gut. Da oben geht's, glaube ich, regulär weiter. Ja, hier geht's offiziell weiter. Ich guck mir das gerade alles mal ein bisschen genauer an hier. Wo kommt's denn da jetzt schon wieder her? Gut, da ist zu. Ja, wir müssten jetzt, ich weiß das noch, irgendwie auf diesen Baum da klettern, der hier wächst, um da zu dem Secret... Ja, um da zu dem Secret zu kommen. Das ist nicht so leicht. Das ist sogar ziemlich mies. Und, ja. Ich muss jetzt gerade mal gucken, in welche Richtung... Ja, was soll denn das? Wow. Da können wir aber nicht mehr rüberhüpfen. Aber ich glaube, hier ist... Ja, ja, aber hier ist das schon richtig mit dem Baum. So. Ich schau mal, ob das jetzt... Hast du gespeichert? Hast du, ne? Ich habe da kurz davor gespeichert. War das jetzt... Nee, das war da hinten irgendwo. Ich bin mir so unsicher, wo war das? War das schon hier, dass wir darauf springen? Nee, sieht aber nicht so aus. Weil man... Nee, sieht nicht so aus. Man könnte hier irgendwie so viel hüpfen, habe ich das Gefühl. Ja, ja. So ist das mit den Secrets. Das ist immer, immer sehr gemein gemacht. Haben wir bei dem Spiel ja schon mehrfach mitbekommen. Ja. Vorsicht. Nee, du, machst auch immer so Erdbeben hier. Ja, genau. Ich glaube, hier runter wollen wir. Ich glaube, wir wollen hier hin. Und da hinten ist das Schiff. Ich habe es gesehen. Ich sehe es auch. Ja. Viel schwieriger ist jetzt aber das Zurückkommen. So, wir haben unser Schiff und wir haben unser Versteck. Das wäre schon mal gelungen. Speichern? Ja, ja, ich speichere gleich, sobald es wieder auf den Baum geht. So. Und jetzt. Es wackelt hier. Was? Hast du das gesehen?
Das war irgendwie ein... Leute, das war kein Toter, für den ich verantwortlich bin. Das war jetzt hier wirklich... Das habt ihr alle gesehen. Hüpf doch mal hier. Ich hüpf mal hier, aber... Das gerade eben war wirklich gemein. Wir sind nämlich einfach durch den Baum durchgelaufen. Das war ja richtig arschig gerade. Wie ein Grafikfehler? Ja, quasi. Ein Clipping-Fehler. Wir konnten durch die Rinde gehen und sind dann plötzlich gefallen. Also die Kollisionsabfrage war da gerade richtig schlecht. Okay. Und deswegen sind wir gestorben. Nicht, weil ich irgendwie runtergefallen wäre. Gut, dass wir es geklärt haben. Ja, nee. Also da muss ich meine Ehre verteidigen. So. Oh, und schon wieder ein Bescher. Wenigstens haben wir dieses Mal Kraftfelder. Ah! Diese Viecher, ey. Zu viele Bescher. Ich muss bei dem Namen immer an Ocean's 11 denken. Der Schwarze im Team, der Sprengmeister. Der nennt sich auch Basher. Okay. Ja, das ist schon so lange her, dass ich die Filme gesehen habe. Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. So, müssen wir hier runter? Ja. Kann man da nicht gerade her? Auf jeden Fall können wir da was aufladen. Oh, ey, was ist denn das heute hier mit der Programmierung von diesem Spiel? Ist ja furchtbar. Leute, ich will die Leiter runter. Siehst du das? Jetzt mal langsam hier. Lasst mich die Leiter runter. So. Danke. Dann lade ich nochmal auf hier. Geht doch. So. Schön. Wir haben ein Schiff. Gut. Treffen Sie Krindo und verlassen Sie die Einrichtung. Ja, gut. Wie sollen wir auf ihn schießen? Oh, das war... Ich erinnere mich, da waren auch wieder schwierige Geschichten hier. Oh. Hilfe. Und schon wieder einer. Und da hinten kommt gleich noch einer. Wir müssen die aufhalten, bevor sie uns erreichen. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Oh nein, das war das. Was denn? Wir treffen gleich auf einen ganz besonderen Gegner. Inwiefern? Ja, siehst du dann. Siehst du dann. Mal auf die Nachtsicht gehen. Aha, das war dieser Raum hier. Na gut, okay. Kriegen wir hin. Mal gucken. Das war die Liftkonsole, genau. Ich hoffe sehr, dass das... Worauf wartest du denn jetzt, so im Großen und Ganzen? Ich speichere nochmal. Ja. Nicht, dass wir hier ein Ereignis auslösen, das wir noch gar nicht auslösen wollen. Gucken wir mal. Wir gehen mal weiter. Also angeblich sollen wir ja... Angeblich sollen wir ja irgendwo hier hin. Was wenig Sinn macht von der Anzeige her. Gucken wir mal. Damit wäre der Lift dann hier wieder hergestellt. Aber ich will noch nicht rauf. Ich gehe mal hier weiter. Ja, was ganz genau. Da? Richtig. Genau, hier war das mit dem Secret. So, wir sehen hier dieses Symbol. Merke dir dieses Symbol. Okay. Jetzt gehen wir in den Nachtsichtmodus und suchen dieses Symbol. Hier an da, stopp, dieser links Wand. Oben ist es war ja links oben, genau. Und auf das schießen wir jetzt drauf. Warte mal, ist das nicht das gleiche? Es ist auch das hier. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welches das jetzt war. Mal gucken. Doch, das war das. Das kommen wir reindrücken hier. Und dann wird nämlich dann irgendwann diese Tür hier aufgehen. Das müssen wir, glaube ich, mehrfach schieben machen. Das andere vielleicht auch? Nee.
Ach nee, das, jetzt haben wir das Symbol hier. Genau. Wir müssen immer wieder auf die Konsole gucken. So war das. Genau, okay. Richtig. Okay. Jetzt haben wir dieses Symbol. Okay. Das ist das hier, ne? Genau. Jetzt haben wir dieses Symbol. Okay. Ist ja, das da? Ja. Genau. Und jetzt ist die Tür offen. Und da haben wir noch einmal so eine Stargate-Waffe. Oh yeah. Aber nur, gucken wir mal, Moment. Ich glaube, das war ganz wirr. Wir haben ein Schiff. Ein Schiff. Und jetzt heben wir die Stargate-Waffe auf. Und haben plötzlich zwei Schiffe. Okay, die Stargate-Waffe wird als Schiff gezählt. Stimmt, ich erinnere mich. Auf jeden Fall, wir hatten die ja auch schon. Vielleicht wird sie deswegen als Schiff gezählt jetzt, weil wir sie schon hatten. Das kann nämlich auch sein. Wie auch immer, wir haben das Secret gefunden. Ich freue mich. So. Und dann geht's jetzt endlich hier rauf. So war das. Und trotzdem kommt noch die Stelle, die ich meine, vor der ich Bammel hab. Okay, ein Gegner? Ein besonderer Gegner. Und ich meine nicht Quindo. Ich meine, Quindo ist jetzt ja... Nicht mehr der Gegner. Wie sagt man? Er ist bekehrt. Quindo ist jetzt ja... Hat jetzt ja gesehen, was er getan hat und ist ja vernünftig geworden. Aber okay. Nach dem traumatischen Erlebnis darf man seine Meinung auch mal gerne ändern. Lieber sehr spät als gar nicht, oder? Ja. So. Nee, da geht's nicht weiter. Ah ja, hier geht's weiter und da nicht. Okay. Bei den höheren Schwierigkeitsgraden sind einfach mehr Gegner vorhanden, oder wie ist das? Bei den höheren Schwierigkeitsgraden hast du selber weniger Lebensenergie, die Gegner haben mehr Lebensenergie und du selbst steckst sehr viel mehr Schaden ein. Nee, umgekehrt, ich meine, also... Oh, ja. Blödsinn. Also du selber wirst viel schneller und heftiger verletzt. Also so ein Scharfschütze, der dich ansnipert, der macht dann, glaube ich, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad einen Instant-Kill. Okay. So wie wir das bei ihm ja auch machen, ne? Ja. So, die erledige ich gleich von hier oben. Den Stress mache ich mir nicht, dass die da erst... Du triffst hier das Geländer. Ja, Durchs Geländer durchschießen sollte ich aber eigentlich können. Okay. So, damit haben wir es uns für unten schon ein bisschen leichter gemacht. Muss man ja nicht sich zusätzlich stressen, ne? So, ich wechsle mal auf den Bogenwerfer, nachdem wir hier wieder volle Energie haben. Den finde ich gegen die Exomorphe doch ganz sinnvoll. Gut. Obwohl der Bogenwerfer als solches... Oh nein, es klopft. Kleinen Moment, Leute. Einen Augenblick. Wir sind gleich wieder da. Und da sind wir wieder. So, ja, da war meine Nachbarin. Aber ist nicht so schlimm. So. Ist nicht so schlimm. Alles klar. Wir kommen weiter. Irgendwo muss das jetzt mal kommen hier. Das war hier. Und ich weiß, es war... Okay, es gibt schon ein Autosave. Soll ich da gerade nochmal mitmachen? Ich mache da gerade nochmal mit. So. Da hinten ist auf jeden Fall Quindo. Gut, wir haben ja alles. Wir könnten eigentlich direkt zu ihm hin. Aber, was hält uns auf? Da hinten ist auch Lebensenergie, das ist gut. Die haben wir sogar schon komplett. Ich frag mich, wo es bleibt. Na gut, okay. Wir werden gleich sehen. Hallo Quindo. Da kommt es ja. Ach, guck mal, jetzt sind wir das, was sich anschleicht. Was ist das denn? Das ist der Ober... Ein neuer... Exomorph-Mods. Was war das? Ein Stalker. Er ist ein Phasenwechsler. Na, klasse. Weitere Überraschungen für mich. Gut, ein Phasenwechsler. Das Gemeine an dem ist, er ist unsichtbar oder er kann sich unsichtbar machen. Den habe ich gemeint. Die einzige Phase, die ich
die ich dir gleich geben werde, sind 3 Phasen Korrega-Tabs hier. Wenn ich dir das Gebiss zerhauen habe, dann brauchst du die. Nicht nett. Nicht nett. Was haben wir gerade, Bogenwerfer? Ich finde den Bogenwerfer gerade sehr praktisch. Au, au, au. Na, komm schon. Warum hilft uns eigentlich Grindo nicht? Weil er damit beschäftigt ist, irgendwie hier die Einrichtung. Energie erfolgreich in den Liftsteuerungsmechanismus umgeleitet. Also schnell raus hier. Okay, müssen wir jetzt was auf Zeit machen? Nee. Ja, da kommt der Lift. Wir könnten nochmal ganz schnell Lebensenergie aufladen. Okay, komm mit Grindo. Er ist sogar schon da. Sehr gut. Okay. Und da unten geht alles kaputt. Also Grindo hat Wort gehalten. Das ist gut. Mission erfüllt. Schussgenauigkeit 40%. Das ist natürlich... Heißt aber auch, Moment mal, der Wert ist eh schwierig auf 100 zu kriegen, weil da müsste jeder Schuss sofort töten. Tut ja. Er ja nicht. Wir müssen wissen, woher die Einrichtung ihre Energie bekam, nachdem sie sie abgestellt hatten. Grindo? Es ist alles egal. Er ist tot. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand sonst stirbt. Er ist tot und ich habe ihn getötet. Ihr Selbstmitleid kann viele weitere Personen das Leben kosten. Ich weiß nicht, wie die Einrichtung wieder zur Energie gelangt ist. Das haben sie auch über die Verhaltensregulatoren gesagt. Ich habe nie den Befehl erteilt, meinen Vater zu töten. Wer hat es dann getan? Andere Idril? Unmöglich. Ich zweifle, dass sie von der Hauptkontrolle wissen. Der was? Irgendwo in diesem Sektor befindet sich ein Planet mit der Hauptkontrolle. Sie kontrolliert alle anderen. Wir konnten nie ihren Standort finden. Wer wusste davon? Nur mein Vater und ich. Und Omak. Omak? Er muss den Ort gefunden haben. Omak, der Ferengi? Wir haben mit ihm gehandelt. Er hat unsere Arbeit finanziert. Er verscherbelte die unschätzbaren Artefakte unseres Volkes für seine Profitgier, aber das war die einzige Möglichkeit. Omak, er hat mich betrogen und meinen Vater getötet. Werden Sie uns helfen, ihn zu finden? Gerne. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Kontakten Sie ihn. Sagen Sie ihm, Sie hätten einen Planeten gefunden, der die Hauptkontrolle bei weitem übertrifft. Sie bräuchten seine Hilfe bei der Ausgrabung. Wir haben uns immer in einer heruntergekommenen Sternenbasis im Jadav-System getroffen. Ein alter klingonischer Waffenhändler namens Lurok betreibt sie. Lieutenant, ich möchte, dass Sie Grindo benutzen, um Omak eine Falle zu stellen. Nehmen Sie Gonzales mit. Kommen Sie, Grindo. Kontakten Sie Omak von Ihrem Shuttle aus. Warum? Weil er Verdacht schöpfen wird, wenn Sie eine Föderationsfrequenz benutzen. Ich muss das Kommunikationssystem eines Shuttles reparieren. Picard und Lieutenant Barclay. Treffen Sie Grindo und Lieutenant Monroe in Shuttle Rampe 2 und helfen Sie Grindo bei der Reparatur seines Langstreckenkommunikationssystems. Aye, Sir. Wie geht es Clear? In Anbetracht der Situation gut. Sie gewöhnt sich an das Leben auf der Enterprise. Okay. Ich habe schon vermutet, ob Clear vielleicht. Aber ich glaube nicht. Sie kommen gerade recht. Grindo, können Sie mir bei diesem positionalen Stabilisator helfen? Ich habe einen neueren bei meinen Ersatzteilen. Monroe, dies kann eine Weile dauern. Ich sage Bescheid, wenn wir fertig sind. Ja, Secrets gibt's erstmal keine. Ich glaube, die Lady... Ja, an Monroe? Sprechen Sie. Könnten Sie wohl bei meinem Quartier vorbeischauen? Tja, und? Telsia dürfte sich wohl auch gleich melden. Kann ja gerade mal gucken hier. Kriegt die das denn mit? Und Telsia hat auch gerufen, okay.
Ja, also wir können uns jetzt... Tomek wird für den Tod meines Vaters zahlen. Wer war denn das nochmal? Kennen wir den schon? Wer, ihn hier? Omek? Nein, Omek kennen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass Omek ein Ferengi ist und dass die Föderation wohl schon mit ihm gehandelt hat und, genau, dass Krindu auch mit ihm in Kontakt stand. Omek wird für den Tod meines Vaters... Mit Krindus Hilfe sollten wir die Kommunikationssysteme sehr schnell wieder repariert haben. Ja, Lieutenant Barclay dürfte ja vielen ein Begriff sein. Star Trek-Fans, Reginald Barclay, vor allem in Voyager hatte viele Auftritte. Also ich mag ihn. Er ist übrigens mit dafür verantwortlich, dass die Voyager letzten Endes wieder ihren Weg nach Hause gefunden hat. Die letzte Episode, aber okay. Schaut euch Voyager an mit einer der genialsten Star Trek-Serien, wie ich finde. Und Barclay ist jetzt eben... Ich weiß gar nicht, wer das nochmal gewesen ist. ...leistet Dienst auf der Enterprise E. Und wir wollen jetzt entweder zu Telsia oder zu Clea. Die Wahl sollte uns relativ leicht fallen. Ach, das ist ein Oder? Das ist eine Entweder-Oder-Geschichte, ja. Tut mir leid, Monroe. Beim nächsten Mal wird die Landung weicher. Versprochen. So. Genau, hier können wir den Lift runterkommen lassen. Damit dem Lift wieder hoch. Weil wir faul sind. Wir hätten auch die Leiter nehmen können, aber wir sind faul. Hey, Monroe. Schön, Sie zu sehen. Hey, Monroe. Schön, Sie okay, keine Abwechslung. Ich glaube, da war nochmal irgendwie, mit dem man da so nette Unterhaltungen haben konnte. Auf der anderen Seite. Irgendwie die Schiffsbibliothekarin oder so. Ich weiß gar nicht. Cargo Bay. Nee, keine Secrets hier. Aber ich dachte, man konnte... Naja, gut, okay. Wäre nicht gut gewesen, hier mal Secrets einzubauen. Hätte gepasst. Was gibt es denn? Na gut, gibt nichts. Trotzdem gucke ich mich um. Also ich muss sagen, diese Gänge hier, sie sind jetzt zwar nicht unbedingt überästhetisch, aber sie sind auch nicht hässlich. Also es hat sowas Warmes irgendwie. Ne, dafür, dass die Enterprise jetzt ja, sag ich mal, nicht unbedingt dafür bekannt ist, ein sehr grünes Schiff zu sein. Ja. Aber trotzdem, diese Gänge hier sind jetzt auch, man kannte sich so halbwegs wohlfühlen. Tut mir leid, ich kann mich gerade nicht mit Ihnen unterhalten. Na gut, dann eben nicht. So, und jetzt haben wir einen Turbolift und da können wir uns, glaube ich, aussuchen, wo wir hinfahren. Ich speichere jetzt gerade nochmal. Trotzdem denke ich, dass wir jetzt nur Telsia angucken. Mhm. Beim letzten Mal hatten wir das ja noch so gemacht. Aber ich glaube, ziemlich direkt danach kommt dann eine Zwischensequenz. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr. Ob wir uns beide Varianten jetzt wieder angucken wollen, oder... Ach, weiß nicht. Nö, ne? Wir wollen was von Telsia, also gucken wir nach Telsia. Dem auch sei. Jedenfalls hat er einen Angriff auf die Enterprise zu verantworten. Er kontrolliert eine Armee. Und wir lassen ihn einfach so gehen? Ich glaube, Sie missverstehen da etwas. Der Angriff war skrupellos. Etliche meiner Freunde liegen immer noch auf der Krankenstation. Das kann man nicht missverstehen. Aha, okay. Vulkanier. Ja, Vulkanier und Logik. Da fehlt das einfach an Empathie. Hallo, Telsia. Wie schön. Sie waren in der letzten Zeit sehr beschäftigt. Allerdings, ich habe viel erforschen müssen. Mit der Edril? Höre ich da etwa Eifersucht? Und höre ich da Angst? Angst? Wovor? Vor uns. Wir hatten nicht viel Zeit, uns wieder aneinander zu gewöhnen, seit ich auf der Enterprise bin. Das ist es nicht. Es ist die Dallas. Die Dallas? Als ich auf dieses tote Schiff trat und die Körper sah und dann herausfand, dass sie die sichere Station nicht erreicht hatten. Was? Telsia, ich dachte, sie wären tot. Wir haben im Delta-Quadranten oft dem Tod ins Auge gesehen. Aber ich habe sie nie tot gesehen. Ist das so schlimm, sich vorzustellen, ich sei tot? Nein, sondern dass sie leben. Erklären Sie mir das. Telsia, ich bin so dankbar, dass sie leben, dass ich es mir kaum vorzustellen wage, sie zu verlieren. Oh. Ah,
Okay, Telsia. Dass die Exomorphe sich gegen ihren Meister wenden, ist eine schreckliche Lektion. Kräfte wie diese können einfach nicht kontrolliert werden. Brindo hat sie hat ein iPad. Sie hat ein iPad, genau. Ja. Die Dinge heißen übrigens ein Bloß-Pad. Was für ein Pad? Ein Pad, die heißen Pad. Das sind Pads. Ach so, bloß. Dass die Exomorphe sich gegen ihren Meister wenden, ist eine schreckliche Lektion. Ja, ja. Es ist wirklich gut, dass sie Crindo überzeugen konnten, uns zu helfen. Ich glaube nicht, dass Sid es noch länger geschafft hätte. Bin ich froh, dass ich genügend Vorräte an Bord des Schiffes hatte. Das wäre sonst etwas knapp geworden. Es ist wirklich gut, dass sie Crindo überzeugen konnten, uns zu helfen. Ich glaube nicht, dass sie das noch länger geschafft hätte. Gut, haben uns mit Telsia getroffen. Dann müssen wir uns eigentlich darauf warten, dass uns irgendwer ruft. Lieutenant Monroe, ich habe ein neues Spielzeug für Sie. Yay! Yeah. Corbin, der ist echt so lustig. Corbin ist toll. In dieser Stimme. So tief wie ein Vulkanschacht. Nee, ich mag ihn. So. Gut, wenn ihr es da irgendwie klappern hört, meine Nachbarin macht da irgendwas in der Küche, aber... Ach, das hört man doch nicht. Ich denke nicht, dass man es hört. Ich hoffe nicht. So, treffen Sie Corbin in der Waffenkammer. Ich glaube, ich weiß auch genau, welches Wäffelchen wir hier bekommen. Schönes Waffeleisen. Aber Telsia war doch eigentlich gerade völlig grundlos eifersüchtig. Wir haben uns doch gar nicht mit Clea so getroffen, oder? Naja, wir sind dafür eingestanden, dass sie auf der Enterprise bleiben kann und so. Naja. Sehen Sie mich so an. Ach, egal. Mögen Sie die Farbe rot oder blau? Was? Der Counselor hat mir gesagt, dass zu viel Zeit auf dem Holodeck die Fähigkeit zur Interaktion mit der realen Welt beeinflussen kann. Ich sehe nur das Problem dabei nicht. Okay. Sehen Sie mich so an. Ach, egal. Mögen Sie die Farbe zu viel Interaktion mit der virtuellen Welt. Oha, ist das dann eine Spielung auf Computersucht? Wollte ich auch gerade schon sagen. Was ist denn Computersucht in der futuristischen Form? So, da ist immer noch dicht. Irgendwann kommen wir da aber nochmal ran hier. Alter Verwalter. Es gab auch so ein nettes Easter Egg, aber auch das haben wir noch nicht. Auf jeden Fall will ich noch mit ein paar Leuten quatschen, bevor es hier weitergeht. Ah, die Frau. Und was soll ich tun? Ich möchte gerne eine kleine Probe des Materials in den Weltraum beamen und es nach einer kurzen Zeit zurückholen, um meine Theorie zu überprüfen. Haben Sie dazu die Genehmigung des Captains eingeholt? Ich habe dem Captain meinen Vorschlag unterbreitet. Ich bin sicher, er wird einverstanden sein. Ich fürchte, ich muss sein Einverständnis haben, bevor wir fortfahren. Das ist sicher kein Problem. Sie müssen wenigstens so lange warten, bis wir unser Ziel erreichen. Meine Mission an Bord der Enterprise ist, seltene Flora zu erforschen. Alles andere ist nebensächlich, ganz besonders alle Arten von Fauna. Wir sollten wirklich einmal mehr Zeit mit Personen verbringen, anstatt immer nur mit ihren Pflanzen. Ich habe vom Counselor sowieso schon den Auftrag bekommen, mich als Erholungsoffizier einzusetzen, damit ich mit der Crew vertrauter werde. Dadurch verschwende ich ohnehin schon zu viel Zeit, die ich eigentlich den Pflanzen widmen müsste. Na dann, viel Glück. Ach du meine Güte. Die sind irgendwie ein bisschen sehr pflanzenbezogen, oder? Hey, Monroe. Ja. Schön, Sie zu sehen. Bitte stören Sie mich nicht. Na gut, okay. Ach ja, nachdem da Ihr Holodeck-Versuch ja nicht ganz geklappt hatte mit den fleischfressenden Pflanzen. Dann ebenso. Ich freue mich schon auf meinen Landurlaub auf Risa. Ich habe auch schon einen Horgon repliziert. Ich weiß nicht mehr, was ein Horgon ist. Wahrscheinlich was ein Pferd oder so? Bitte schreibt's in die Kommentare. Man sagt, dass die Frauen auf Risa die schönsten im ganzen Alpha-Quadranten sein sollen. Okay. Ich freue mich schon auf meinen Landurlaub. Nun gut. Brick, genau, Alter, von da kamen wir her. Hey, Monroe, was denken Sie über die Waffen der Fremden? Ich habe gehört, wie Corbin darüber geredet hat. Klingt nach guten Spezialeffekten. Hey, Monroe, was denken Sie über die Waffen der Fremden? Ach ja, ist doch immer entspannt, hier so ein bisschen rumzulaufen. Alle in Schlafanzügen rum, ne? So ein bisschen. In Schlafanzügen, genau. Ja, ist schon guck richtig. Guck mal, da ist eine Karte. Ja, ich weiß, aber ich brauche die Karte ja gar nicht. Aber ich wollte sie mir angucken. Du wolltest dir die Karte angucken. Okay, dann darfst du dir die Karte angucken. Ich habe doch immer so den Überblick verloren. Da sind wir. Turbolift. Genau, dann gehen wir hier im Kreis und dann sind da halt lauter Räume. Turbolift, okay. Transporterraum, Brücke, Krankenstation, Waffenkammer, Holodeck, Cargo Bay ist ein Lagerraum, genau. Genau, zur Waffenkammer gehen wir noch nicht. Lebensmittel muss man nicht lagern, ne, weil es diese
Ja, die lagern aber schon auch, doch, doch. Aber ich dachte, man, die lassen sich alles irgendwie synthetisieren oder so von irgendwie. Ja, die haben die Replikatoren, aber. Ich bin froh, dass sie veranlasst haben, dass Sydney zurück zur Enterprise gebeamt wurde. Sie war in schlechter Verfassung. Ich kann nicht mehr als mein Bestes tun. Am Ende ist eben die Zeit die beste Medizin. Ich bin froh, dass sie veranlasst. Na gut, okay. Sydney geht's auf jeden Fall wieder besser, wie mir scheint. Und hier konnten wir es nochmal aufladen. Ist das nicht super? Diese flauschige Krankenstation, oder möchte man noch glatt krank sein? Gefällt dir die Krankenstation nicht so? Oder doch? Ich weiß nicht, die Betten sind nicht mal gemütlich. Naja, wenn du betäubt bist, dann spielt das, glaube ich, keine große Rolle. So, okay. Auf zur Waffenkammer. Holen wir uns ein neues Waffeleisen. Ich glaube, es wird ein sehr großes Waffeleisen. Wir haben den Photonenstoß mit einer Quantenstoßwaffe ersetzt. Sie benutzt Mikroquantentorpedos. Sie können sie mit dem neuen Holo-Programm testen. Das klingt nach viel Wumms. Diese E-Drill-Rebellen haben einige sehr unorthodoxe Taktiken gegen uns angewendet. Sie können sich freuen, dass Sydney nur verwundet und nicht getötet wurde. Wer war nochmal Sydney? Die Shuttle-Pilote, ne? Zu beweisen, genau. Diese okay. So. Gerade nochmal speichern. Und Waffe aufheben. Der Photonenstoß. Ich glaube... Genau, mit dem konnte man dann zielen. Zack. Es ist ja so, die Enterprise D und auch die Voyager, die konnten mit Photonentorpedos schießen. Die Enterprise E besitzt bereits Quantentorpedos. Kann man daran unterscheiden, die Photonentorpedos sind so orange leuchtend und die Quantentorpedos blau leuchtend. Und wir haben jetzt hier tatsächlich eine Quantenstoßwaffe. Also das ist so ziemlich heftiger geht's kaum noch. Das ist schon ziemlich krass. Also das ist so eine Waffe, die eigentlich instant killen sollte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieser alternative Modus hier macht ja so ein Laserzielvisier an. Und wenn man das aktiviert hat, dann sind die Quantentorpedos auch zielsuchend. Dann können die Kurven fliegen. Aber ich bin mir da gerade auch nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt immer so war, dass die quasi so ein bisschen zielsuchend sind oder nur, wenn das Ding aktiviert ist. Wie auch immer. Dieser Holodeck-Kampf hier läuft auf jeden Fall deutlich besser als unser letzter mit dem Granatwerfer. Da hätte ich ja fast ins Gras gebissen bei. Das ist schon besser so. Das könnte auch der letzte sein. Und er weicht aus. Jetzt haben wir ihn. Und das war der letzte. Mal gucken, ob wir dieses Mal wieder fast so gut wie ein Klingone sind. Fast so gut wie ein Klingone. Ja, sind wir. Sagt er, glaube ich, immer. Barclay an Monroe. Wir sind fertig. Wir können jetzt senden. Juhu. Dann senden wir doch mal auf zum Turbolift. Warum eigentlich Turbolift? Reicht nicht einfach Lift? Nein, die Dinger sind doch so schnell. Die sind voll Turbo und so. Wahrscheinlich wäre das jetzt doch ganz in der Nähe gewesen, der nächstgelegene Turbolift. Na egal. In dem Gang könnte was sein. Ja, ist auch. Deck 7, Shuttle-Rampe. Gut. Ergeben Sie sich zu Shuttle-Rampe 1. Hier haben wir auch wieder keine Secrets. Tut mir leid, ich kann mich gerade nicht mit Ihnen unterhalten. Oh, ich bin schon wieder müde. Dass du auch immer müde wirst. Wir gehen noch gleich ins Kino. Dann bin ich wahrscheinlich wieder munter. Da kaufe ich mir wahrscheinlich Cola oder so. Ja, wir gucken uns gleich Der Hobbit an. In 3D und HFR. Das musste natürlich sein. Also beziehungsweise wegen mir nicht, aber ich habe hier so einen Technik-Nerd-Freak-Freund. Ja, sorry. Wenigstens einmal muss ich den Film so sehen, wie Peter Jackson sich das gedacht hat. Wenn wir das zweite oder dritte Mal dann reingehen, dann können wir es auch, gerne normal gucken. Aber einmal muss man das gemacht haben, finde ich. Es gibt nur ganz, ganz wenige Kinofilme. Ich glaube, zwei Stück, die ich tatsächlich zweimal im Kino gesehen habe. Nee, drei. Aber davon schön, Sie zu sehen. Zwei Avatar habe ich zweimal gesehen. Okay. Shoot is Money 2 habe ich damals zweimal gesehen. Okay.
Und American Pie 3. Was? Habe ich zweimal gesehen. Ist ja verrückt. Glaube ich. Das Shuttle ist aktiviert und bereit. Also ihr geht's wieder bestens. Das ist cool. So, dann gehen wir mal. Aber nicht, weil ich ihn so toll fand, nur weil wir damals mit einer Freundin ins Kino gehen wollten und es gab irgendwie keinen Film, den sonst gegeben hätte, und dann bin ich eben doppelt reingegangen. Omek ist auf der Sternenbasis und wird Crindo treffen. Nehmen Sie Crindos Shuttle zum Treffen. Wir halten die Enterprise außerhalb der Sensorenreichweite der Sternenbasis. Sie sind daher auf sich allein gestellt. Ich bin bereit. Ja, und wir gehen zusammen mit Fenrich Gonzales. Und machen uns auf einer alten Klingonenbasis auf die Suche nach einem Ferengi. Was sind denn das für... Den werden wir noch begegnen. Das sind Tänzerinnen. Warum tanzen die? Lapdance. Oder Pole Dance. Lassen Sie die Triebwerke an, Sydney. Vielleicht müssen wir spontan los. Verstanden. Halten Sie Ihre Waffen verborgen. Es sei denn, wir müssen uns verteidigen. Hoffentlich kommt Omek freiwillig mit. Okay, Crindo. Gehen wir zur Bar. Sohoho. Dieser alte Händler, den ich kenne, er hätte da einen Job. Spielwaren für die Kolonie auf Regula 5. So was Erniedrigendes. Moment, es kommt noch besser. Er sagt also, die seien in Kisten verpackt, aber ich soll auf keinen Fall hineinsehen. Merkwürdig. Ja, also mache ich sie natürlich auf. Und was finde ich da? Tribbles. Tribbles? Das ist doch ein Scherz. Ich denke also, die kann ich schlecht ausliefern, aber ich brauche das Latinum. Verstehen Sie? Und was haben Sie da gemacht? Tribble Eintopf. Ist nicht wahr. Doch, schmeckt fast wie Hühnchen. Das Zeug habe ich den Flüchtlingen auf Farriers Prime verkauft. Das muss ich mir merken. Das Problem ist, ich habe noch etwa 10 Tonnen Tribble-Haare, die ich loswerden muss. Tribble-Mäntel? Vielleicht, aber im Moment spiele ich eher mit dem Gedanken, Tribble-Mützen daraus zu machen. Der Markt ist da ziemlich gut, besonders unter den romulanischen Händlern nahe der neutralen Zone. Andererseits ist es im klingonischen Raum verboten, Tribbles in welchem Zustand auch immer zu verschiffen. Auch wahr. Was sind Tribbles? Was für Kaninchen? Tribbles sind so kleine, flauschige Kügelchen. Die würdest du bestimmt total süß finden. Oh. Und ist eine Anspielung gewesen auf Trouble mit Tribbles oder wie die Folge hieß, weiß ich nicht. Also Tribbles sind so ein bisschen wie ein Running Gag. Die gab es das erste Mal bei Captain James T. Kirk. Waren sehr, sehr lustig, haben die also so Fluff ohne Beine? Ja, ja, genau. Einfach nur so Flauschkugeln. Und die haben die halbe Enterprise überflutet. Wirklich? Ja, die Dinger, das möchte ich sehen. Weil die Dinger vermehren sich wie Sau. Er hat ja gerade gesagt, 10 Tonnen Tribble-Haare. Das ist viel. Also, ja, finde ich sehr lustig. Also aber die teilen sich so, oder wie? Die Sternbasis ist eh genial. Wir haben da noch einen lustigen Dialog. Da hinten, hören wir uns den mal an. Die sind super. Kommt doch gestern so ein riesiges Echsenwesen in meinen Laden. Ich sage, was kann ich für Sie tun? Und er zischt mich bloß an. Zischt? Ja, es war so eine Art zischendes Sprechen, wie... Komisch. Und dann gibt er mir eine Karte, auf der bloß Gorn draufsteht. Gorn? Das habe ich irgendwo schon einmal gehört. Jedenfalls hat er immer wieder auf die Disruptoren gezeigt, als wolle er einen haben. So einem Irren würde ich gar keine Waffe verkaufen. Eben. Ich habe gesagt, er solle woanders hingehen. Mit Wesen seiner Art mache ich keine Geschäfte. Gut so. Gorn. Auch wieder eine nette Anspielung. Ich verstehe die Anspielung alle überhaupt nicht. Ja, dafür musst du die alte Originalserie gesehen haben mit Captain Kirk. Aber Gorn ist es auch so eine... Ist eine fast eine alberne Szene, weil er da mit diesem Viech kämpft und ja, es ist die alte Serie halt. Das sind jetzt genau das mit den Tribbles und das sind einfach jetzt nette Anspielungen gewesen an ja, ich find's cool auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt speichern und uns jetzt mal ein bisschen genauer umgucken, denn in dieser Shuttle-Rampe hier, genau wo wir jetzt sind, gibt's schon 2 Schiffe zu holen, das weiß ich noch. So, hier müssen wir regulär weiter. So, da gab es nämlich dann irgendwie immer so diese großen Tore und dann so Luken nebendran und irgendwie konnte man da eine der Luken öffnen und ja, so, hier haben wir das eine Tor. Das war ja einfach. Ja, ja, und dann ist aber, man rechnet nicht damit, dass in dem Raum gleich nochmal eine ist und dann in dieser einen Luke neben dem Tor irgendwie. Ja, mal gucken, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Ich glaube, die Luke da hinten ist es. Gucken wir gerade nochmal hier. Nee. Luke. Ja, und da ist es.
2 Schiflis. Sehr gut, damit hätten wir das erledigt. Und können regulär weiter. Müssen wir mal gucken, wie lange wir noch aufnehmen. Weiß auch gerade gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Es ist 5:35. Oh. 5:35. Okay, dann müssen wir wirklich gleich zum Ende kommen. Können aber auch sagen, wir kommen jetzt zum Ende. Weil wir kommen jetzt zum Ende. Ja. Okay, Leute, macht's gut. Und spontanes Ende, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Horrido. Horrido.